Morgen, Freunde, was geht ab? Das hier ist meine Rückkratzecke. Und ich bin gerade aufgewacht. Wie ihr alle wisst, Morgenroutine, das Beste, was es gibt. Wir starten den Morgen immer mit ein bisschen Putzen. Hier die Flächen, Boden saugen, alles aufräumen. Nur in einem schön aufgeräumten, ja, in einer schön aufgeräumten Wohnung kann man auch ordentlich arbeiten. Dann starten wir jetzt hier nochmal mit dem Glas eher ab. Und dann beginnt für mich der Tag. Ich starte immer auch den Tag mit Eat the Frog. Bedeutet, ich lege mir die Sachen, wo ich am wenigsten Bock habe, direkt jetzt auf morgens vorm Frühstück noch. Und wenn ich die erledigt habe, dann gönne ich mir ein schönes Frühstück und dann startet der Tag auch richtig. Ich würde sagen, Prost. Gerade saure Apfel hier von dem Goliath Air Ass. Besonders geil morgens immer. Und wir sehen uns später. Peace. Und es geht ans Frühstück. Wir haben 4 Bio-Eier, frisch aus der Eifel. Das hier die ländliche Gegend bei uns, rund um Aachen. Ich muss sagen, auch die Eier, die unterscheiden sich zwischen den normalen Freilandeiern und auch zwischen den Bodenhaltungen enorm in der Farbe. Deswegen hole ich momentan auch einfach die, weil die am gesündesten aussehen und ich mich auch sehr gut fühle danach. Spinat haben wir hier, natürlich unbelassenen Spinat, Bio-Blattspinat. Auch fast genau zu jedem Meal auf jeden Fall eine Gemüsesorte immer dazu. Kohlenhydratquelle haben wir jetzt hier 2 Donuts, das ist natürlich weniger gesund, aber kann man sich auch mal gönnen, die sind hier von gestern Abend noch übrig geblieben. Und für die Verdauung dann direkt ein Kickstart zu Pyrglutamin, einen dicken Scoop zusammen mit Wasser in diesem Glas. Und es geht weiter im Tag. Ich habe mir nochmal diese Nasenpflaster gekauft. Jeder, der mich schon länger verfolgt, der weiß, ich hatte die vor 5-6 Jahren mal dauerhaft an, sogar im Training. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich die nicht mehr benutzt habe. Auf jeden Fall zum Schlafen absoluter Gamechanger, denn also jeder Prozent Sauerstoff mehr, den ihr nachts zuführt, sorgt für eine verbesserte Regeneration. Und wenn dieses Nasenpflaster, was ich mir da draufklebe, nur für 0,5% mehr Sauerstoff in meinem Blut sorgt, weil ich einfach mehr Sauerstoff durch die Nase einatmen kann, dann lohnen sich diese 15 Euro für 30 Stück oder was auch immer das ist, auf jeden Fall für mich. Genau, das nur dazu. Und die werde ich mir jetzt einfach immer vorm Schlafengehen draufkleben. Ja, und dann wird die Regeneration besser. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall das nächste Meal. Dann gibt es nochmal einen Call und dann sehen wir uns auch heute Abend zum Personal Training mit dem Hassan, meinem neuesten Klienten, und dementsprechend geht es weiter. Ich schaue mir jetzt auf jeden Fall hier meine Mahlzeit für zwischendurch rein. Wir haben hier ganz klassisch Reisgemüse, bisschen Fleisch auch dazu. Dabei bin ich hier noch am Entwerfen der neuen Etiketten. Wird auf jeden Fall Bombe. Ich muss jetzt auch gleich los zum nächsten Termin und wir sehen uns dann später auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier im Gym mit Hassan, neuer Klient. Wir machen heute den ersten Trainingstag, Brustwaden. Und genau, erst haben wir jetzt Waden gemacht. Da hatten wir gesagt, der wichtigste Tipp eigentlich bei Waden für jeden ist, die volle Range of Motion zu machen. Das heißt, auf den äußeren 2 Beinen stehen. Weil wenn man nur in der Mitte hin und her wippt, da belastet man vor allem den äußeren großen Teil des Muskels gar nicht. Also das war ein kleiner Tipp. Hier haben wir jetzt vorermüdet. So sieht ein vorermüdeter Athlet aus. Und da gehen wir jetzt an die Hauptübungen zur Brust. So. Man hätte auch eine 20er nehmen können, aber das hier sieht einfach nach mehr aus, oder? Das sieht nach mehr aus. Wie in den alten Comic-Filmen. Stark. So, ich habe hier ein Päckchen gekriegt von meinen Großeltern tatsächlich. Wollen wir doch mal reinschauen, was wir dafür spontan kriegen. Oh, für Julia zum Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Nächste Woche Freitag. Okay, also das kannst du dir dann auf jeden Fall schon mal aufsparen. Eine Karte für mich. Genau, die werde ich mir gleich durchlesen. Celebrations. Süßigkeiten, die wir natürlich nie essen würden. Aber nee, Spaß, das hier eignet sich sogar perfekt. Komm mal kurz mit. Hier für meine Besucherschale. Die habe ich eben mal besucht, so eine kleine, wie so eine Roma. Kleine Schale, da werde ich die auf jeden Fall mit reinmachen. So. Und wir gucken mal weiter. Ich habe schon eine kleine Vorstellung, was es sein könnte, weil natürlich meine Oma mich vorher gefragt hat, ob ich das will. Wir haben hier einmal Quittengelee, selbst gemacht natürlich, von Oma. Und jetzt haben wir hier eine Gewürzpaste mit Liebe selbst gemacht
für Gemüsebrühe ist das. Die ist aus dem Thermomix. Mein Oma hat sich einen Thermomix gekauft. Ah nee, das ist so luftdicht verschlossen. Dann warte ich mal noch, bevor ich es aufmache, bevor wir es brauchen. Aber damit kann man auf jeden Fall eine sehr geile Suppe machen. Ja, kann man auf jeden Fall mal. Also eher nehmen. Für mich. Genau, kannst du dann auch mal machen, Julia. Wenn ich mit den ganzen Suppen fertig bin, die ich dann immer mache. Genau. Und nochmal eine Marmelade bzw. Kirschgelee. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gelee und Marmelade? Ich weiß es nicht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und das wäre es auch schon gewesen, ja. Was geht ab, Freunde? Ich bin hier gerade nochmal mit dem Fitburn-Team in Kontakt gewesen. Olymp ist ja der größte Supplement-Hersteller weltweit und kooperiert mit Fitburn. Ich persönlich tue alles, dass auch Goliath Nutrition dort Partner werden kann. Das heißt, dass ihr mit den Kilokalorien-Token auch Goliath-Produkte kaufen könnt. Die CEOs waren da sehr positiv, also es sieht echt gut aus, dass das klappt. Jetzt heißt es für mich erstmal, ja, wie kann ich in Fitburn investieren, weil ich das Projekt echt Bombe finde. Release ist ja nach der FIBO, also jetzt erst Mitte April. Ich habe jetzt mit den CEOs auch gesprochen und die haben auf jeden Fall den Pool klar gemacht. Also hier in der Private Round, man kann also als normaler Mensch gar nicht investieren, kann man jetzt hier schon reingehen in den Coin. 0,018 kostet da dann ein Token. Das ist der halbe Preis wie der Release-Preis. Und ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ich werde mir jetzt hier nochmal weiterhin die ganzen News reinziehen. Und dann geht es auch weiter ins Training. Was geht ab, Freunde? Ich bin hier mit dem Goliath Marketing Team. Sag mal kurz Hallo, aber nicht zeigen. Das Gehirn hinten. Genau, so hört sich ein schlaues Marketing Team an. Auf jeden Fall sind wir hier schon gerade den Goliath Trailer nochmal durchgehen. Der wird dann auf dem YouTube-Kanal von Goliath zu sehen sein, in einem Hochformat, auch auf TikTok, Instagram, Reels. Da wird auf jeden Fall viel Content kommen. Hier können wir auf jeden Fall mal einfach mal abschauen. Finde ich ganz geil so. Habe ich so auch selten gesehen bei einer Marke, dass sie so einen Trailer haben. Wir haben ja auch noch mal einen klassischen Entwurf, den haben wir auch noch entwickelt. Ähnlich wie bei Coaching Empire. Bam! Kurz und bündig.